Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Argon Sports und die Argon Boxgala präsentieren Ihnen 12 Runden Middleweight Boxen um den IBO Intercontinental Title. Der Kampf wird beaufsichtigt von IBO Supervisor André von Grottenbrühl. At ringside, the judges, Frank Michael Maas, Judge Bertrand Jeannieu und Agapito Gomez. And inside the ring, in charge of the action, the bell, Uwe Loch. And now, die Offiziellen sind bereit. Die Boxer sind bereit. Berlin, are you ready? Are you ready? In the red corner, in der roten Ecke, begleitet von seinem Trainer Cristobal Baskas. 32 Jahre jung, 72,2 Kilogramm bringt er auf die Waage. Sein Profi-Record ist perfekt. 15 Fights, 15 Victories, 8 Knockouts. Señoras y señores, der ehemalige chilenische Meister, der former WBO Federlatin Champion from Santiago de Chile, in white and gold, here is Julio El Ingeniero Alamos! In the blue corner, in der blauen Ecke, begleitet von dem Trainer Frank Aldama und Jack Kolkai. Er ist 34 Jahre jung. 72,2 Kilogramm pure Muskelmasse bringt er auf die Waage. In 22 Fights, stolze 20 Siege, 10 Knockouts, ein Unentschieden. Der ehemalige deutsche Meister, der regierende EBU-EU-Champion aus Berlin, Deutschland. Please welcome in schwarz, hier ist Björn Schicke! Ringfrei zur ersten Runde. Round 1. Im Jahr 2023, um eine WM zu boxen, das ist ein Traum von Björn Schicke, aber dafür muss er diesen unglaublich schweren Brocken Alamos aus dem Weg räumen. Schicke in den schwarzen Shorts, Alamos in weiß-gold. Und es ist direkt zu sehen, worauf es in diesem Kampf ankommen wird. Schicke muss ran an den Mann, an den Körper von Alamos. Und Alamos, der hat die Reichweiten und Größenvorteile, die einfach defensiv und offensiv Vorteil bringen mit sich oder auf seiner Seite. Und wird versuchen, die auszuspielen hinter einer stabilen Führhand. Zu boxen, wagt sich hier in die Höhle des Löwen Schicke, hier in Berlin natürlich schon eine lokale Größe. Was hat der schon für Schlachten geschlagen in seiner Karriere? Zuletzt gegen Martin Asumanian im September. Die einzige Niederlage als Profi, die er hat in seinem Rekord. Gerecht durch einen eindrucksvollen Punktsieg in Wuppertal. Nun also hier wieder in Berlin im Ring. Ja, die erste schöne Rechte von Schicke. Allerdings auch klar, dass sein Gegenüber, der hat auch eine brachiale Schlagkraft. Auch viele Kämpfe durch Knockout gewonnen, mehr als die Hälfte Alamos. Und das sind die Attacken, die er starten wird. Wie gerade gesehen. Eigentlich auch Schicke, muss sich da nicht verstecken. Hat auch eine richtig hohe Schlagkraft. Schon einige Gegner gefällt. Und hier kommt die Rechte auch wieder. Der ganze Argon Sportpark bebt bei jedem Treffer von Schicke. Alle sind gerade aufgestanden, als er in den Ring gekommen ist.
Das ist für ihn hier ein Heimspiel. Das ist noch ein erstes Kennenlernen hier. Ein ganz besonderes Kennenlernen in der ersten Runde. Tasten sich noch ab, die beiden Elite-Athleten. Schicke versucht die Rechte immer wieder. Jetzt auch mal zum Körper, eine gute Variante. Ganz, ganz ausgeglichene erste Runde. Vielleicht mit minimalen Vorteilen für Schicke. Da hat er ein, zwei mehr drin. Alamos ballt aber schon mal die Faust zum Sieg. Dafür ist noch Zeit nach Runde 1. Wirkt hier selbstsicher, der Auswärtsboxer. Mit 14 hat er angefangen zu boxen. Team Alamos mit 19 seinen ersten Amateurkampf dann gemacht. Und El Ingeniero heißt er, weil er Ingenieurswissenschaften studiert hat in seiner Heimat. Björn Schicke, der ist auch Ingenieur, aber in der Boxkunst. Lauscht hier aufmerksam dem Head Coach Frankie Aldama. Second auch Jack Hulker natürlich mit dabei out. In der Ecke. Ringfrei zur zweiten Runde. Round 2. Beide werden Schicke jetzt eingestellt haben. Vielleicht noch mehr den Körper zu attackieren bei Alamos. Das ist eine Variante für ihn, ganz, ganz klar. Gegen den Mann mit der größeren Reichweite. Muss natürlich aber auch immer aufpassen. Weil diese Führhände von Alamos auch gezielt kommen. Der ist noch ungeschlagen in seiner Karriere, der Chilene. Wir haben das eingangs gesehen. Das ist hier wirklich ein brachial schwerer Brocken für den Berliner. Schöne Rechte von Schicke, frisst aber auch ein. Alamos ist beweglich im Oberkörper, das ist auch immer wieder zu sehen. Absolut kein einfaches Ziel der Chilene. Na gut abgedeckt da, Schicke versucht den Körper zu attackieren, aber gut die Deckung von Alamos. Das ist die Aufgabe für Schicke, diese Distanz zu überbrücken. Schicke ja auch mit einer ganz besonderen Karriere als Amateur. Einiges an Erfahrung gesammelt, 69 Kämpfe beim SC Berlin geboxt, dann aber 10 Jahre Pause gemacht, ab dem 16. Lebensjahr und dann direkt Profi geworden 2015. Damals mit 26 Jahren, ganz, ganz untypisch. Dazwischen eine Lehre als Kanalbauer gemacht, seinen Wehrdienst abgeleistet und dann sich aber doch dem Boxen verschrieben. Und alle Boxfans in Deutschland werden sagen, zum Glück. Muss hier aber auch immer wieder defensiv aufpassen, weil Alamos immer wieder gefährlich werden kann. Auch mit 1-2-Kombinationen wie hier, Schicke in dem Fall. Aber da, 45 Sekunden noch auf der Uhr, enge zweite Runde. Ah, guter Treffer von Schicke. Und da dann die Rechte drin. Das ist das Mittel und das war vielleicht der klarste Treffer. Fast mit dem Abschlussgong der Runde.
könnte Schicke diese Runde gesichert haben auf den Punktzetteln. War bis dato sehr, sehr ausgeglichen. Beide haben getroffen. Diese Rechte, die ist wichtig für Schicke, die immer wieder zu bringen zum Kopf, zum Körper. Wirft in der Ecke noch. Sehr, sehr gelassen, der Berliner. Der zeitweise auch Trainer gewesen ist bei Argon. Für den Fitnessbereich vor allem zuständig gewesen. Nach der Niederlage seiner Einzigen gegen Asomanian wurde ja gemunkelt, dass er seine Karriere schon beendet. Aber er ist eindrucksvoll zurückgekommen. Wir gehen rein in Runde 3 dieses IBO-Titelkampfs, dem fünftwichtigsten Verband im Boxsport. Durchaus sehr renommiert mittlerweile. Und Schicke musste auch selbst aufpassen. Die Rechte von Alamos, sie hat richtig Dampf. Der Argon Sportpark feuert den Athleten. Jetzt allerdings schon mal vehement an und das wird auch nötig sein gegen diesen langen, stabil wirkenden Chilen. Gute Führung von Schicke. Unglaublich hier zuzuschauen, mit welcher Präsenz die beiden Krieger da im Ring stehen. Jeder kleinste Fehler kann hier bestraft werden. Schöne Führung jetzt auch von Alamos. Die Schicke da fressen muss. Der war knapp dran. Und jetzt auch gute Führung von Schicke. Ah, schöner Haken auch jetzt vom Argonauten. Gute Treffer in dieser Phase. Führend jetzt auch von Alamos. Also beide haben hier so ihre Momente. Gehen beide natürlich hier in der dritten Runde auch noch nicht in die Vollen. 12 Runden der Kampf, das ist sehr, sehr lange. Jeder, der selber mal geboxt hat, weiß, wie anstrengend nur eine Runde unter diesem Druck ist, vor allem hier auf dem Niveau. Schicke macht das hier aber bisher gut, könnte auch diese Runde für sich verbuchen. Die letzten 30 Sekunden können entscheiden werden. Rechte zum Körper kommt nicht ganz an. Alamos gibt nochmal Gas, geht aber auch auf die Deckung. Letzten Sekunden einer ausgeglichenen dritten Runde hier im Argon Sportpark zu Berlin-Charlottenburg. Der Kampf hält, was er verspricht. Ein enges Duell. Das ist sehr, sehr hohes Niveau. Björn Schicke ja in Deutschland auf Platz 2 gerankt. Weltweit aktuell auf Platz 28. Auf Boxrec. Würde mit einem Sieg natürlich einen riesigen Sprung nochmal nach oben machen. Hier sehen wir nochmal seine Schlüssel zum Sieg. Mental die Überhand gewinnen. Das würde ich sagen, ist bisher noch nicht gelungen. Alamos lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Den Körper attackieren, das hat er schon sehr, sehr gut gemacht. Und vor allem die richtigen Momente finden für die Attacken, für die Angriffe. Wenn Alamos mal unaufmerksam ist, wenn sich die Möglichkeit ergibt, den Körper wirklich klar zu treffen. Seconds out. Das versucht Schicke, das macht Schicke. Ringfrei zur vierten Runde. Das wird aber noch eine weiterhin schwere Aufgabe gegen diesen
ungeschlagenen Mann aus Chile, der aus seiner Sicht noch mehr die Führhand bringen muss. Das ist klar. Der müsste noch mehr mit seinen langen Armen arbeiten, um Schicke da dauerhaft noch mehr zu beschäftigen und jeden Angriff schon im Keim zu unterbinden. Na gut, die Idee von Schicke will da zum Körper gehen. Alamos bewegt sich auch oft geschickt weg aus der Distanz. Jetzt hat er ihn da mal nah dran an den Seilen. Aber auch dann elegant rausbewegt. Der Chilene, der 2016 Profi geworden ist. Auch eine lange Amateurkarriere hinter sich hat. Olympia damals knapp verpasst hat. Und dann eben den Profiweg eingeschlagen hat. Hat sich bisher für ihn ausgezahlt, ist nach einer längeren Pause im letzten Jahr mit 2 Siegen zurückgekehrt, mit 2 klaren Siegen. Schicke aber weiter hier am Drücker. Das ist eine gute Idee, diese rechte. Und wird aber jetzt heftig getroffen. Wird aber jetzt heftig getroffen. Von Alamos. War da zu offen. Steht aber wieder. Hat schon viel weggesteckt, Björn Schicke. Muss jetzt wach bleiben. Hat das schlau gemacht. Hat sich alle Zeit genommen. Muss aber jetzt wieder zu Boden. Schicke ist angeklingelt. Und der Ringrichter bricht den Kampf ab. Das ist natürlich extrem bitter. Bis dato der Kampf völlig ausgeglichen. Alamos feiert sich hier natürlich zu Recht. So sportlich muss man sein. Für ihn ein Riesensieg hier auswärts gegen den Lokalmatador zu gewinnen. Sein ganzes Team hier mitgebracht. Und das war der Moment, Schicke selber in der Attacke und dann war er eine Sekunde offen und dieser Alamos hat einfach einen Hammer in der Faust. Und dann hat Schicke es nicht mehr geschafft, sich zu erholen. Hat das eigentlich richtig gemacht, ist dann aber nicht davon gekommen. Ist jetzt auch völlig klar hier wieder, das ist wirklich auch bitter. Hätte es vielleicht sogar noch irgendwie schaffen können in die Rundenpause. Aber die Entscheidung aus meiner Sicht dann doch richtig. Vom Ringrichter hat er sehr, sehr gewankt nach dem zweiten Niederschlag. Und wir haben das vorher schon gesagt, Alamos, eine absolute Hausnummer. Sportlich jetzt wäre Geste, aber die Enttäuschung bei Björn Schicke natürlich verständlich groß. Vielleicht kriegen wir noch die Zeitlupen, wenn wir Alamos hier sehen. Da sehen wir den IBO-Gürtel, den er gewonnen hat. Und jetzt kriegen wir die Zeitlupen. Da war der Angriff von Schicke eigentlich gut. Und dann dieser linke Haken. Der Schicke im Rückwärtsgang fällt. Brutal. Brutale Schlagkraft dahinter. Und der zweite Treffer, da war er noch angenockt vom ersten. Das war der übliche Weg von Alamos, der oft durch diese harten Schläge die Kämpfe gewonnen hat. Faire Geste jetzt auch von Schicke. Sportlich zeigte da wahre Größe, geht da zum gegnerischen Team hin. Wir gehen zur Urteilsverkündung mit Ronny Leber.
Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, the winner of this fight, der Sieger dieses Kampfes durch TKO nach 2 Minuten und 3 Sekunden der vierten Runde through technical knockout after 2 minutes and 3 seconds of the fourth round and new IBO Intercontinental Champion Julio El Ingeniero Alamos. Julio Alamos gewinnt also hier auswärts den IBO-Gürtel. Da muss man großen Respekt zollen. Er hat sich hier in die Höhle des Löwen gewagt und absolut abgeliefert. Seine große Stärke, ganz klar die Schlagkraft. Davor ein solider Kampf mit leichten Vorteilen sogar für Schicke. Aber ein Schlag hat alles verändert. Den Gürtel kann er jetzt zu Recht mit Stolz tragen. Wird ihn wieder hochkatapultieren in den Ranglisten. War ja vorher auch, vor allem in seiner Heimat, ganz klar auf Platz 1 gerankt. Weltweit wird er jetzt auch vorstoßen. Sicher in die Top 50. Wird jetzt auch noch, denke ich, ein Interview geben mit Ronny Leber. Da wird nochmal gefragt, aber erstmal lässt er sich nochmal feiern.